So. Hallo und Glück auf zum Legenden-Talk nach dem Spiel. Ach, ich habe schon wieder vergessen, gegen wen wir gespielt haben. Wieder verloren. Heute aber ein Gast, Bodo Menze, ehemaliger Leiter, langjähriger Leiter der Knappenschmiede. Hallo und Glück auf, Bodo. Und Glück natürlich auf, unsere Fußballlegenden Klaus Fischer und Rüdiger Abramczyk. Hallo und Glück auf. Glück auf. Glück auf. Nach dem Spiel haben mir die Worte gefehlt. Wahrscheinlich euch auch. Wie geht es euch ein paar Stunden nach dem Spiel? Wie beurteilt ihr diese Niederlage? Ja, wenn man das Spiel so gesehen hat, war die Niederlage verdient, muss man einfach sagen. Und wir haben, was wir schon öfter schon gesagt haben, wir haben zu wenig getan, um so ein Spiel zu gewinnen. Und ich muss echt sagen, ich will nicht drauf haben, um Gottes Willen. Weil wir in einer Situation sind, wenn wir uns die Tabelle anschauen, wo wir stehen und wie die Gegner heißen auch in den nächsten Spielen, appelliere ich an die Mannschaft, dass sie sich unterhalten, dass sie miteinander sprechen, um da unten rauszukommen. Weil wenn man mal unten drin ist, ist es nicht so einfach. Weil in dieser Liga, das haben wir auch schon öfter gesagt, in dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Und du musst dafür viel tun. Und wir tun einfach zu wenig. Deswegen muss es innerhalb der Mannschaft muss es Aussprachen geben, miteinander, jeder für jeden da sein, um da rauszukommen. Erstmal. Was anderes gibt es ja gar nicht. Und hoffe ich natürlich, dass wir jetzt nächstes Spiel schon wieder Wien bis Bahn, die können in Ruhe aufspielen. Die Städte haben einen Platz, wo ungefährdet ist, kann man sagen. Und deswegen bin ich gespannt. Wir haben immer wieder 60.000 Zuschauer im Stadion. Aber wenn du zu wenig machst, wenn du nicht über deine Verhältnisse vielleicht mal spielen kannst, wird es schwer. Ja, Wien Wiesbaden steht auch relativ unten. Also würde ich auch sagen. Tatsächlich auch so ein 6-Punkte-Spiel. Ja. Wahrscheinlich wieder mit ordentlich Druck auf dem Kessel. Ne? Ja, der Klaus, der Meinung bin ich nicht ganz so wie der Klaus, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn Gerrit sagt, das habe ich mir mal jetzt komischerweise auch mal aufgeschrieben, meine Spieler haben alles versucht, dann bin ich natürlich auch ein bisschen durcheinander. Wenn sie alles versucht hätten, dann hätten sie mehr Gas geben müssen bei diesem Spiel und dann hat Müller geschrieben oder auch gesagt, wir müssen versuchen, eine Lösung zu finden. Also das widerspricht zwischen Trainer und Spieler. Ja? Ich persönlich bin also der Meinung, weil der Müller war der Einzige, der da eine anständige Note mit Mucki noch ein bisschen, den nehme ich auch mal noch raus. Der hat also meiner Ansicht nach auch noch ganz gut gespielt und auf der Seite da ganz ordentlich gearbeitet. Sonst muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich von 9 Spielern, da war nichts. Da war nicht einer, der dann eine normale Form hatte. Nicht einer. Und das ist natürlich viel zu wenig, wenn du da in Kiel spielst, wo Kiel hat, glaube ich, 22 Torschüsse und wir haben 5. Also man hat da schon gesehen, dass Kiel uns ein bisschen an der Wand gespielt hat, die natürlich aber auch, das muss man auch sagen, überhaupt nicht ihre Chancen ausgenutzt haben. Das 1-0, sage ich, ist eigentlich für uns ja, schmeidig, dass wir hätten wahrscheinlich 2 oder 3 mehr kriegen müssen. Aber die haben auch sehr leichtsinnig mit ihren Chancen umgegangen. Und so funktioniert natürlich kein Auswärtsspiel, wenn du da so gar nichts gegenhältst. Und das hat mich so ein bisschen irritiert, dass da in der Mannschaft, sag ich mal, bis 8, 9 Spieler keine normale Form gehabt haben. Also dann kannst du natürlich auch kein Spiel in der zweiten Liga gewinnen, egal gegen wen du spielst. Ja, und wenn du natürlich, das sind für mich Fehler. Die Entstehung vom 1-0 ist für mich ein Fehler. Das heißt, wenn Bälle von außen kommen, und ich habe so viel Zeit, ich stehe in der Abwehr, einmal einen Blick nach hinten, damit ich sehe, was da los ist, dann läuft einer, da geht der Ball durch und einer Spieler, der mal bei uns war, der nichts gerissen hat, kein gar nichts, der macht uns das 1-0, ganz einfach das 1-0. Das darf nicht passieren.
ein Blick nach hinten, eine kurze Bewegung nach hinten und alles ist erledigt. Ja, aber es war und ja das ist öfter gefahren. Es war ja so, dass da kein Mensch bei dem stand. Ja, ich frage mich nur, ja. Das ist ein Stürmer. Wo sind denn dann unsere Abwehrspieler alle? Ja, alle gucken am Ball. Ja? Alle gucken am Ball. Aber das haben wir schon oft genug gehabt, wie wir beide diskutiert haben, wo ich gesagt habe, gucken zum Ball, verlieren ihre Gegner aus dem Auge. Das ist sogar ein Spitzenverein wie Bayern München passiert, jetzt in Leverkusen. Der guckt da hin, der dreht sich um und der schiebt ihn rein zum 1-0. Also daran kannst du sehen, das ist irgendwie so eine komische Art und Weise, dass die Leute sich nicht mehr konzentrieren, dass sie sich nicht mehr drehen, nicht mehr gucken, wo ist der Gegner und. Das ist jetzt nicht nur bei uns auch so, sondern das sehe ich jetzt auch bei vielen anderen Vereinen, die gucken einfach nach dem Ball. Ich weiß auch nicht, also ich verstehe das überhaupt nicht. Man muss sich ja mal umdrehen und gucken, wo stehe ich, wie kann ich was retten. Aber wenn ich da irgendwo, wenn ich da einen stehen lasse bei einem Eckball, wo wir, Klaus, mit allem Mann hinten sind, mit allem Mann. Wir haben nicht einen Mann vorne. Auch das habe ich schon mal gesagt. Ein Trainer hat zu uns gesagt, wir müssen das Spiel lesen können. Lesen heißt Situation erkennen, ja, dann passiert auch viel weniger. Aber wenn ich nur da hinschaue und der Ball kommt, oh, bin ich überrascht. Und dann fällt das 1-0. Ja, das sind solche Sachen, die geht einfach nicht. Also, tut mir leid, aber das passiert ja in jeder Klasse. In jeder Klasse passiert das. Und passiert immer wieder. Und passiert also, immer wieder. Also, genau so ist das. Ich will jetzt bei dieser Situation vielleicht auch mal bleiben. Hundertprozentig richtig. Antizipation, lesen, gucken, was passiert. Machito foult Terodde im Strafraum. Und mein Eindruck war, alle Mann gucken auf diese Szene und verlieren das Umfeld völlig aus dem Auge. Und dadurch passiert, dass Skripski, unser ehemaliger Spieler, dieses Tor mit links, glaube ich, sogar macht. Haut den Ball da unten rein und damit war im Grunde genommen das Spiel gelaufen, weil wir nach vorne hin überhaupt gar keine Chancen erarbeitet haben. Und am meisten wehgetan hat mir bei dem Spiel die 87. Minute, dass die Kieler Fans schreien, Absteiger, Absteiger, Absteiger. Das tut weh als Schalker. Und wenn man dann weiß, dass unser Club diese Leidenschaft hat, die aber nicht auf den Platz gebracht wird von den Spielern, dann muss man wirklich an die Spieler appellieren. Ich bin bei dir im Moment, nicht draufhauen, sondern den Spielern klar machen, Jungs, es sind noch genug Spiele, aber bitte nicht so, weil so kommen wir aus der Scheiße da unten nicht raus. Aber das Problem ist doch ganz einfach, Bodo. Wir machen jedes Mal die gleichen Fehler und jede Woche erzählen wir das Gleiche. Es kann doch nicht sein, wenn von uns 10 Mann bei uns im 16er sind und da steht einer ganz alleine hinten und wartet, dass der Ball durchkommt. Ob das jetzt gewollt war, so einen weiten Ball zu schlagen, lassen wir mal dahin. Aber es kann doch nicht sein, dass da einer blank steht. Wir haben nicht einen Spieler vorne, nicht einen und alle hinten. Und keiner ist zuständig für den? Ja, aber dann frage ich dich doch nur, ja, dann können wir doch nicht immer sagen, oh, nächste Woche wird das besser, nächste Woche wird das. Du musst da punkten, ganz einfach. Egal, du musst da punkten. Ob das Kiel ist oder irgendein anderer Verein ist, glaubst du denn, mittlerweile, die scheißen sich einer hier in die Hose, wenn die einer ins Stadion kommt, nicht eine Mannschaft, die sagen, weißt du was, die Schalke, lass uns mal warten, die haben 20 Minuten, geben die hier zu Hause Gas, weil die Leute im Stadion schreien und machen und danach lassen sie wieder langsam gehen. Und dann gucken wir mal, ob wir was machen können. Der fing ja im Grunde genommen schon am Samstag mit den Ergebnissen der Konkurrenz an. Die Ergebnisse der Konkurrenz waren für uns ja schon fast tödlich. Wenn Kaiserslautern auch noch gewonnen hätte, ja dann herzlichen Glückwunsch. Ja, oder auch Rostock in Osnabrück. So, ja. Und aus dem Hintergrund heraus sage ich, jetzt guckt man sich die Tabelle an. Alles ist so eng beieinander, dass alles passieren kann
Und jetzt sind wir in den nächsten beiden Spielen, Bodo, Wiesbaden und Magdeburg, Abi, sind wir gezwungen, die Punkte zu holen. Bei uns. Ich sehe zurzeit kein Spieler richtig, außer Murki jetzt hier, der ein bisschen auf der linken Seite. Ich habe auch nicht verstanden, warum der den rausnimmt. Wenn er eine fünfte gelbe Karte hat, ist mir das doch egal. Aber der war doch der Einzige auf der Seite, der alles in Stellung gehalten hat, der schnell ist und der mal nach vorne geht und irgendwas übernimmt. Der macht kaum Fehler. Den nimmt er runter. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ja? Fällt der raus mit der fünften gelben Karte im nächsten Spiel? Ja, und deswegen sage ich ja gerade, ich verstehe das alle gar nicht mehr. Diese Auswechslung verstehe ich nicht mehr. Da wird einfach blind auseinandergerissen alles. Ja, und wenn man dann guckt, dann sagt man, warum hat er das denn gemacht? Er müsste mal noch mal eine Erklärung. Er erklärt es ja selber auch nicht. Ja, wenn er mal sagen würde, ja, ich habe mir vielleicht einen Gedanken gemacht, ja, Weile nächste Woche nicht. Ja, aber dann hat er einen da hingespielt mit dem Thomas, der doch sowieso nicht da spielt. In der Dreierkette quasi hinten. Ja, also tut mir leid. Also da ist irgendwie alles ein bisschen durcheinander. Und wir müssen aufpassen, dass wir so schnell wie möglich, und das, was ich immer gesagt habe, so schnell wie möglich Disziplin da wieder reinkriegen. Da machen ja einige, was sie wollen. Aber wir sprechen jetzt wieder von Trainer. Wie viel ja, Trainer wir haben nicht über, nicht ja. über einen Trainer, meine wie ich jetzt. Trainer hatten wir in der Vergangenheit. Die Mannschaft spielt da unten. Die Mannschaft muss das machen. Weil wer im Spiel einen großen Einfluss kann ein Trainer nicht machen. Du warst Trainer, ich war auch Trainer. Wer in der Halbzeit, vorm Spiel in der Halbzeit, okay. Aber wer im Spiel nicht. Und deswegen muss das die Mannschaft richten. Und die Mannschaft muss sich unterhalten, muss sprechen miteinander. Und sonst niemand. Ja, niemand kann denn denen helfen. Die Zuschauer, die können da die Mannschaft anfeuern. Aber die Mannschaft muss das selber machen. Und das sehe ich zu wenig, dass wir bereit sind, auch nach vorne. Was passiert denn nach vorne? Da kannst du einsetzen, wenn du willst, passiert wenig. Also die Dealer haben es ja... Also liegt das, entweder an der Qualität, die wir nicht haben, oder an was liegt es denn dann? Also die Kieler haben es ja in den ersten 20 Minuten vor allem vorbildlich vorgemacht. Die haben ja hier schon gut gespielt. Die haben einen Pfostenschuss in der zweiten Minute, in der achten Minute von Nes, nochmal eine brandgefährliche Geschichte über rechts. Mein lieber Mann, da brannte es. Weil die es erzwingen auch. Sind doch, wenn die erzwingen das ja. Die Aktionen, die sie haben, auch über außen, mit schnellen Leuten nach vorne und abschließen. Aber bei uns dauert das ja viel zu lange, bis also wir vorne spielen. Wenn du die Mannschaft von Kiel siehst, das ist ja auch eine junge Truppe gewesen. Die haben 7 Verletzte gehabt. Der hat da den einen oder anderen reingeschmissen, der auch nicht so oft gespielt hat. Komischerweise funktionieren die. Ja. Warum funktioniert nicht einer bei uns, wenn der mal reinkommt? Das ist die große Frage. Der Dako, der läuft da rum, der kann es auch mit 10 Mann spielen. Dass er den in der Halbzeit rausgenommen hat, das war auch vollkommen richtig. Ja, aber dann frage ich mich immer, ja, warum stellt er den auf, wenn der nicht richtig fit ist? Jetzt haben wir einen Verteidiger geholt, der angeblich auf der rechten Seite Gas gibt. Der ist körperlich überhaupt nicht fit, angeblich. Und jetzt warten sie, war noch niemals im Kader. Ja, dann frage ich mich immer, was ist denn hier los? Ich hole doch keinen Spieler, der überhaupt körperlich nicht fit ist und nicht sofort uns helfen kann. Und das noch in der zweiten Liga. In der ersten Liga würde ich es ja noch verstehen. Aber in der zweiten Liga hole ich doch keinen Spieler, der mir persönlich nicht sofort hilft als Trainer. Der sagt immer, ich schmeiß dich sofort rein, gib Gas. Jetzt macht er erstmal, glaube ich, 3 Wochen eine Vorbereitung. Oder was soll das? Ist das jetzt einfach nur ein Verteidiger geholt zu haben? Irgendein? Dann kannst du auch von der U23 einspielen lassen. Der ist körperlich fit und den kannst du da hinstellen. Aber du hast ja gesagt, die Kieler haben auch viele Verletzte und haben junge Spieler die reingeschmissen. Ja. Und die haben Gas gegeben. Wenn wir junge Spieler reintun, habe ich noch nie einen gesehen, der Gas gibt. Ja. Nicht einen. Ja, Klaus. Da musst du mich schon mal fragen.
Auch die U23. Der kommt dann, der Einzige, der 17-Jährige, der verletzt, ja, das ist der Einzige gewesen. Aber alle anderen, was machen die? Wenn ich reinkomme als junger Mensch, dann muss ich Gas geben. Gas geben heißt, ich muss kämpfen, ich muss fighten, ich muss laufen ohne Ende. Normalerweise macht man das ja. Die Frage ist, wo ist die Ursache? Weil ich habe auch mal... Warum? Ja, entweder gibt der Trainer den jungen Spielern kein Selbstvertrauen. Ja? Sonst sehe ich sehe sonst nichts. Aber Selbstvertrauen hole ich mir, wenn ich den Zweikampf annehme, wenn ich die Zweikämpfe gewinne und geht nach vorne. Aber nur wenn du spielst, Klaus. Das ist es ja. Wenn du immer nur 20 Minuten dann wieder reinkommst. Da, was willst du denn da groß reißen? Also der Yusuf, der reinkam, das war eine Katastrophe. Für mich hat er eine Katastrophe auf der rechten Seite gespielt. Da hätte ich den auch gar nicht einwechseln brauchen. Weil der hat Chaos hinten gebracht. Was der hinten in der Abwehr zweimal gemacht hat, da habe ich die Hände vorm Gesicht geschlagen. Aber ich gesagt, was macht der da? Der geht überhaupt nicht hin, der nimmt den Ball weg und guckt. Und auf der linken Seite einmal, wie könnt ihr euch daran erinnern? Ja, mal hallo, wo sind wir denn hier? Also das sind doch Sachen, wo ich doch als Trainer dann auch mal sagen muss, ja, mal hallo, warum habe ich den eingewechselt? Dann packe ich mir den aber mal, sag mal, was ist los mit dir? Ich gebe dir hier die Chance und du machst nur Blödsinn? Dann brauche ich dich auch nicht. Also komm, also wir reden die ganze Zeit jetzt immer, ja, es wird schon besser, es wird schon besser. Nee, bis jetzt sehe ich hier noch keine Besserung. Noch keine. Und mit ein bisschen Pech hättest du hier gegen Braunschweig auch das 1-1 kriegen können. Ich habe ja damit gerechnet, dass wir aus dem Braunschweig-Spiel ein bisschen Selbstvertrauen mitnehmen, mit dem Sieg im Rücken. Aber davon war nichts zu sehen. Ja, weil sie nicht, entweder, wenn du 9 Ausfälle hast, Bodo, was willst du denn da sehen? Wie der Klaus schon gerade mal gesagt hat, es liegt daran, entweder unterhalten die sich nicht, entweder haben die keinen Bock, sich zu unterhalten, entweder ist das keine Mannschaft, entweder ist die Mannschaft schlecht zusammengestellt, dass die miteinander gar nicht können. Also an irgendwas muss es doch liegen. Wir sind jetzt ein bisschen weiter weg, aber dafür haben wir ja Leute, die hoch bezahlt werden und auch da mal hingehen müssen und mal dazwischen hauen müssen. Ganz einfach. Das können wir uns hier nicht bieten lassen. Das funktioniert sonst nicht. Die merken überhaupt nicht, dass unser Verein immer weniger wird, dass keiner mehr Angst vor uns hat. Solche Ansagen müssen vor der Saison, müssen solche Ansagen gemacht werden. Jetzt, wo wir ganz tief unten stehen und um einen Abstieg kämpfen aus der zweiten Liga, darum wieder nur draufhauen, ob das was bringt, wage ich zu bezweifeln. Es geht ja nicht um draufhauen, Klaus. Es geht darum, entweder die wach zu rütteln oder du musst zum Psychologe hingehen und die müssen mit denen Tag und Nacht reden, dass sie auf einmal alle Fußballspiele verloren haben. Das kann es doch nicht sein. Es kann nicht sein, dass auf einmal 8 Leute nicht mehr wissen, wie sie den Ball über 6 Meter weit spielen. Wenn ich da sehe, wie viel Mal der Ball ins Ausgespielt worden ist, dann frage ich mich doch immer, was machen die im Training? 5 gegen 5, 5 gegen 5, da werden die Pässe gespielt, was ich letztes Mal gesehen habe. Da passt jeder Ball, sobald das Spiel dran ist, ja, da spielt deins aus rein. Also ich bitte dich, also was, sind die Nerven da, stehen die Nerven blank? Das ist eine Kopfsache, glaube ich. Das ist die Unsicherheit. Die Unsicherheit. Die da ist. Ja. Und dann macht, wenn du unsicher bist und Angst hast, dann machst du es automatisch wieder. Das war immer schon. So machen andere auch. Guck mal, Bayern München, wie die spielen. Klaus, bei uns waren auch einige, die schlecht gespielt haben. 2 Spiele, sogar vielleicht mal 3 Spiele. Aber dann waren doch die anderen Jungs, haben ihre Leistung gebracht. Kann doch nicht sein, dass 8 oder 9 Leute keine Leistung. Ja, aber es scheint so, dass kein Leader in der Mannschaft ist, auf dem Platz, der die Jungs an die Hand nimmt, der die mitnimmt und der sagt, so, da geht's lang. Ah, Bodo, das ist eine andere Erklärung, kann ich ja überhaupt nicht. Kann sein, was du sagst, aber das ist mir zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Also, das tut mir leid,
Dafür sind sie, wir haben auch alle Fußball gespielt und wir haben auch, wenn ich davon ausgehe, wenn wir schlecht gespielt haben, habe ich montags auch keine Zeitung gelesen, weil ich genau wusste, Alfred Draxler haut uns so auf die Fresse oder mir auf die Fresse gehauen, dass ich gar keine Zeitung angepackt habe, dass ich bloß nicht gelesen habe, was der geschrieben hat. Ja, wo ich gesagt habe, boah, nee, wenn du das noch liest, dann fällst du noch weiter runter. Also bloß keine Zeitung lesen. Ja, aber es kann nicht sein, da habe ich vielleicht schlecht gespielt. Aber es kann nicht sein, dass 8 oder 9 Leute schlecht spielen. Das musst du mir mal erklären. Du warst auch Trainer, ich war auch Trainer. Und ich habe jetzt auch nicht in kleinen Vereinen trainiert. Ja, wo du im Amateurbereich, wo du gesagt hast, das kann schon mal im Amateurbereich vorkommen, weil die gehen abends mal und trinken sich an und dann kommen sie sonntags zum Spiel. Ich war auch im Profivereine. Und ich habe immer geguckt, dass mindestens im Spiel 6, 7 Leute normale Form hatten. Dann kannst du auch noch ein Spiel umbiegen. Aber du kannst doch kein Spiel umbiegen, wenn 8 oder 9 Leute nichts bringen. Und ein Torwart und ein linker Verteidiger. So, wir sehen uns jetzt alle etwas ratlos. Ja. Die Frage ist, ja gut, wir sind noch nicht dabei. Wie geht das jetzt weiter? Wir sind ja gar nicht dabei, Bruno. Ein Spiel gegen wen Wiesbaden hier? Ja. Vor 60.000? Da müssen wir schon. Da ist ja der Druck schon wieder. Du hast doch jede Woche, wenn du zu Hause spielst, Druck. Jetzt stell dir mal vor, du verlierst hier. Was ist denn dann? Ja, du hast doch den Druck ohne Ende auf dem Kessel, weil du musst deine Heimspiele alle jetzt gewinnen. Sonst kommst du noch in einem Gefilde rein, da kommst du gar nicht mehr raus. Wenn du auswärts nicht gewinnst oder mal einen Punkt holst, du musst aber alle deine Spiele, die du hier hast, gewinnen. Und unsere Spiele waren bis jetzt, weil wir hier gespielt haben, verhältnismäßig knapp. Also wir können uns hier keinen Ausrutscher gegen Wiesbaden erlauben. Das sind die Punktespiele, die wir jetzt machen. Ja? Du hast wenn du unten stehst wie wir jetzt, hast du immer solche Spiele, wo Druck da ist, gewinnen zu müssen. Ja? Aber den Druck kann ich ja nur wegbringen, wenn wir uns unterhalten und im Training schon anpacke, hallo, gibt es Trainingsspiele, dass du mal da schon zur Sache geht. Ja, da kannst du nicht mehr verschonen bei verschiedenen Aktionen, weil du magst das im Spiel auch nicht dementsprechend. Und, Klaus, da musst dann brauchst du natürlich einen, der mal ein Tor macht, wo keine Chance ist. Ja. Aber du musst doch mal, wenn ich immer höre, das Erste ist, wenn wir ein Spiel verloren haben, dann sagen sie, am Montag gucken wir die Analyse. Wir machen eine Analyse. Ja, dann frage ich mich immer, was für eine Analyse? Wenn doch aus der Analyse nichts rauskommt und die spielen wieder den gleichen Scheißdreck, dann frage ich mich nur, warum machen die eine Analyse? Dann müssen alle, ich weiß nicht, wie die das machen, ob nur die Trainer gucken oder ob die Spieler gucken. Weiß ich ja jetzt nicht, wie er das handhabt. Aber ich, wenn ich Trainer wäre, ich würde alle da hinsetzen und würde sagen, lass das Spiel ablaufen. Wir setzen uns hier und gucken das ganze Spiel an. Und dann sagen wir mal, stopp, halt an, warum machst du das, warum machst du das oder warum? Verstehst du? Ich verstehe das alle gar nicht. Analysen, wir haben jetzt zu jedem Spiel, wir müssen uns das mal anschauen. Ja. Also schauen wir schon seit einem halben Jahr an und werden immer wieder die gleichen Fehler gemacht. Also das tut mir leid. Also. Ich muss ja sagen, ich kann nur sagen, Jungs, an die Jungs, ihr spielt hier vor 60.000 jedes Mal. Wir haben 180.000 Mitglieder. Einen der größten Vereine überhaupt. Und da müsst ihr am Platz es auch zeigen, dass ihr wollt. Der Wille, wenn der Wille da ist, die stehen sowieso alle hinter der Mannschaft und hinter dem Verein. Aber die müssen erkennen, dass der Wille da ist. Und der Wille heißt, dass ich 90 Minuten draufgehe. Ja. So, ja, ja. Nichts anderes. Ja. Bring dich da unten raus. Keine Analyse, nein. Und selber, die Jungs, selber in den Spiegel schauen, was habe ich gebracht für meine Mannschaft, für den Verein. So. Ja, es geht nur über 100%. Geht nicht anders. Anders kommt man aus. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Weil sonst ist es immer das Gleiche. Wenn du das nicht machst, nicht nur wir, ihr könnt in jedem Verein, jede Mannschaft, wenn sie das nicht macht, dann verliert Bayern München 3-0 in
Leverkusen. Leverkusen ist eine gute Mannschaft. Aber da verliert der Bayern woanders, wenn sich das nicht macht. Aber Leverkusen war nur so gut, weil, und das ist ja dein Spruch, der immer gesagt hat, Schnelligkeit. Und da hat man auch bei Bayern gesehen, wie viele Leute in der Endgeschwindigkeit zu langsam sind. Und das ist eben so im Fußball. Und das nutzen zurzeit Leverkusen aus. Ganz einfach. Ihre Schnelligkeit, ihre Ballpässe, die Bälle, die in den Gassen reinkommen, sind die weg. Und das ist bei vielen Mannschaften mittlerweile so. Ja, das ist bei, nicht nur jetzt hier bei Bayern passiert. Aber es werden auch bei Bayern Fehler gemacht. Aber du siehst, Leverkusen hat den Haken richtig angedreht. Der Trainer macht alle Spieler in Leverkusen noch besser, und Bayern, als sie waren. Und Bayern München hat Leute gekauft, die die Klasse nicht haben, bei Bayern zu spielen. Ja. Deswegen, hier, wie der sich verhalten hat, der ist der Neue, wie heißt der nochmal? Ah, hier von... Bei dem Tor, der hat geschlafen. Ja, der hat nur geguckt. Ah, der hat auch nichts gesehen. Ja. Da stehen diese Tore. Und die Leverkusen haben natürlich eine klasse Mannschaft, die vom Tempo kommen, und das weiß der Trainer auch. Und die Jungs haben es gezeigt, dass nur übers Tempo geht. Und wenn bei Bayern ein Coman, jetzt verletzt ist, aber wenn er nicht spielt, habe ich kein Verständnis für. Muss ich ehrlich sagen. Weil dieser Spieler, der gefällt mir, weil der riskiert was vorne. Der kommt durch seine Läufer vorbei. Aber wir Schalke 04, haben ja vorne in dem Sinne nicht diese Leute, die vom Tempo her kommen. Ja, aber dann muss man auswärts anders aufstellen. Einerseits bin ich ja immer dafür, eine gewonnene Mannschaft nicht auseinanderzureißen, aber manchmal muss man so auf den Fingerspitzen sagen, na, komm, lass uns den mal rausnehmen. Aber ich bin immer der Meinung, dass wir jetzt hier in Kiel nicht hundertprozentig gegeben haben. Das tut mir leid. Also, das war mir zu wenig. 22 Schüsse aufs Tor bei uns und wir haben 5, wo auswärts 5 noch gut sind, meiner Ansicht nach. Aber 22, da muss doch schon der Baum brennen, Jungs. Also, aber wir kommen immer wieder zurück zu der Frage, warum, ne? Warum sind die Spieler auf dem Platz nicht in der Lage, diese Leidenschaft abzurufen, die wir in Schalke brauchen? Ja. Was ist da los? Aber Bruder, wenn du in der zweiten Liga unten drin stehst, das heißt ja, du hast in der Planung, wann sind diese Spieler, die jetzt da spielen, haben nicht, vielleicht nicht die Klasse. Und wenn ich die Klasse habe, muss ich trotzdem unheimlich viel tun, damit ich der Mannschaft helfen kann. Und damit ich das Selbstvertrauen kriege. Ja. Ne? Und wenn ich was, wenn ich vorbeikomme, mal durch Tempo vorbeikomme, ja, mal gute Flanke schlage, ja, hallo, das ist toll gemacht, ja, sagt man dann. Und dann andere auch, und die auch, und der. Und dann hast du schon Situationen, wo gefährlich wird. Aber wir waren ja nicht gefährlich. Aber wir sehen es nicht. Wir waren nicht gefährlich, weder über links noch über rechts. Und deswegen, ja, ich habe mir auch, Mann, wir sind Schalker. Wir sind Schalker seit Jahrzehnten und haben eine Situation, dass wir um den Abstieg der zweiten Liga kämpfen. Das tut uns weh. Das tut vielen weh. Aber das muss die Mannschaft. Es kann ja nur die Mannschaft mit dem Trainerstab und so weiter richten, sonst niemand. Diese Situation hatten wir Ende der 80er ja schon mal. Ja, ja. Und sind Gott sei Dank da rausgekommen und haben die Klasse gehalten. Ja. Und ich hoffe, dass das in diesem Fall und in diesem Zusammenhang jetzt auch wieder der Fall ist. Ja, wir waren ja auch mal kurz vor der dritten Liga damals. Ja, ja. Ja, da haben die... Okay, weiß ich, gegen Blau-Weiß Berlin zu Hause, ja, oder was gewonnen, deswegen, ja, die Situation. Aber wie kommst du aus der Situation raus? Das haben wir ja gerade gesagt. Ja. Ja, in erster Linie nicht jetzt ein bisschen spielerisch da was machen. Nein, hellwach sein, ja, ja, marschieren, Zweikämpfe, Augen auf, gucken,
antizipieren, Spiel lesen, alle diese Dinge, die Konzentration erfordern, die Kondition erfordern. Das kann nicht sein, dass immer wieder einer dabei ist, der schläft. Das kann nicht sein. Und dann siehst du diese Situation, wenn ausgenutzt vom Gegner. Ja? Und muss ich ehrlich sagen, die Killer haben eine Mannschaft, die oben mitspielt, die um den Aufstieg spielt in die erste Bundesliga. Haben euch verdrängt. Ja, und haben gute junge Leute da drin, aber die müssen auch Gas geben. Ja, aber dann frage ich mich immer, die haben 7 Verletzte, da kommt jeder Spieler rein und bringt seine Leistung. Und wenn wir einen Verletzten haben, dann ist schon hier die Panik hoch. Dann wissen sie schon nicht mehr, wen sie spielen lassen. Dann sagen, oh, wir könnten. Ja, mal hallo, die sind bei unserem Verein FC Schalke 04. Also das ist jetzt kein Verein wie Kiel, die 15.000 jede Woche haben. Ja, da muss doch mal irgendeiner mal sagen, langsam zu denen, die hier unten spielen, hör mal, ihr spielt nicht für Kiel, ihr spielt für Schalke. Schalke ist ein, wie du schon sagtest, ein Verein mit 180.000 Mitgliedern. Hallo, Freunde, was ist los? Ja, aber trotzdem, ich werde mir jetzt auch mal... Es nützt alles, wir haben jetzt Dinge besprochen, die gemacht werden müssen, ja, und nochmal, es gibt immer Situationen über einen längeren Zeitraum, wo man drüber sprechen muss, klipp und klar sagen muss, was verkehrt gemacht ist oder worden ist. Und dann musst du die Lösung finden am Platz, beim Training und am Platz. Es hilft dir keiner. Niemand kann dir helfen. Da ist am Ende die Verantwortung bei den Spielern. Ja, das ist so. Ja, sicher. Und da gibt es Führungsspieler, die müssen vorangehen und müssen sagen, hallo, auch wenn einer, gut, Fehler macht, aber wenn einer meint, der kann hier spielen, 2 Meter passt jetzt aus, dann sagt er, hallo, was machst du hier? Das sagst du jetzt, siehst du? Und wenn einer da steht, der sagt das nicht. Das ist der große Unterschied. Ja, schauen wir mal, was nächste Woche wir dann im Legendentalk zu bequatschen haben, wenn wir das Spiel gegen Wien Wiesbaden bestritten haben. Danke für eure Zeit. Ich glaube, wir könnten noch Stunden über diese Situation sprechen. Antworten werden wir erstmal nicht finden, außer dann am Samstag hier in der Felddienstarena gegen Wiesbaden. Dankeschön und Glück auf. Glück auf, René.